Hast du schon wieder Sehnsucht nach deiner Zelle? Er muss ja, nicht wahr? Ja, muss wohl, wenn du dich so dumm anstellst. Was? Was war denn das? Ich werde mal kurz schauen, was da los ist. Oh, Jimini, das sieht aus wie ein schwerer Unfall. Da muss ich sofort hin und helfen. Und du, Bürschchen, bleibst im Auto. Schließe sicherheitshalber noch ab. Keine Faxen machen, ich bin gleich wieder da. Tja, als ob ich mit diesen blöden Handschellen weit kommen würde. Aber zum Glück bin ich ja ein schlossknackendes Genie. Und werde mir mal erlauben, die Flucht selbst in die Hand zu nehmen. Sayonara! Keine Sorge, ich helfe. Was? Na, das gibt's aber gar nicht. Die hat mein Auto. Stopp! Hallo, hier ist Officer Hagrid. Mein Auto wurde geklaut. Verdammt nochmal. Bitte schickt sofort Verstärkung. Okay, Flucht ist gelungen, aber ich muss unbedingt das Gefährt wechseln. In dem Polizeiauto ist ja viel zu offensichtlich. Am besten ich fahre die Karre irgendwo an die Seite. Damit lege ich auch direkt noch eine falsche Fährte. So, jetzt aber nichts wie weg hier. Okay, jetzt bin ich aber ganz schön weit gerannt. Jo, ich glaube, hier bin ich sicher. Ihr sollt mich erstmal finden. Ich mache erstmal ein Päuschen. So, was mache ich jetzt? Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Oh, und ich glaube, da höre ich schon was, was mir helfen könnte. Immer zusammenbleiben, Gruppe. Wir sind gleich zurück am Bauernhof. Können wir nicht eine kleine Pause machen? Ja, bitte. Mir tut auch schon so der Hintern weh vom Reiten. Aber die Pferde machen doch die ganze Arbeit. Oh, so ein Glück. Meine Rettung. Hey, ihr da. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Was ist denn los, Mister? Oh, es ist so, mein Auto hat einen Platten und ich bin bis hierher gelaufen. Ich kann nicht mehr. Hier kam es ja noch kein einziger Mensch vorbei und ich muss unbedingt weiterkommen. Und ihr habt so viele Ponys. Könnte ich vielleicht auf einem reiten? Da haben Sie aber Glück, Mister. Unsere Alberta hier ist noch frei. Oh, na, das klingt aber ausgezeichnet. Danke. Gerne, kein Problem. Dann sitzen Sie mal auf. Aber Sie müssen dann natürlich mit zum Bauernhof reiten. Ah ja, das ist kein Problem. Vielen, vielen Dank. Dann wollen wir mal. So, schön stillhalten jetzt, Gaul. Und hepp. Okay, kann losgehen. Oh lala, ich hätte nicht gedacht, dass Alberta noch so eine Power hat. Los, schnell, Leute, hinterher. Okay, wir kommen. Anhalten, Pferd. Ist ja gut. So, wo hast du mich nun hingebracht, Mal schauen, wo ich jetzt hier weiterkomme. Na toll, links öde und rechts noch mehr öde. Oh Gott, ich höre schon die Sirenen, die Bullen. Okay, ich muss mich sofort verstecken. Muss ich verstecken, nur wohin? Da nicht. Da ist auch nichts. Okay, das ist die letzte Chance. Wow! So, dann will ich mal das Heu reinbringen. Halt, stehen bleiben! Gute Frau, ich muss Sie dringend was fragen. Okay, wie kann ich Ihnen helfen, Officer? Uns ist ein Verdächtiger entflohen. Sie haben nicht zufällig ein Polizeiauto in der Gegend stehen sehen? Nein, ich habe den Bauernhof heute noch nicht verlassen. Okay, und wie sieht es dann aus? Vielleicht mit einem jungen Burschen? Braune Haare, Skaterklamotten, roter Helm? Nein, es tut mir leid, Officer. Leider auch nicht. Wir haben hier nur mehrere Kinder, die mit den Ponys gerade unterwegs sind. Aber ich muss jetzt auch wirklich weitermachen, Herr Officer. Ich muss diesen Ballen Heu ja noch zum Nachbar bringen. Ja, kein Problem. Danke für Ihre Mitarbeit. Ich muss dann auch weiter den Verdächtigen suchen. Vielen Dank. Ciao. Gerne, kein Problem. Ciao. Und Kevin war wieder mal schlauer als die Polizei erlaubt.